Wen dürfen wir essen? Finde ich eine gute Frage. Und es ist gut, dass wir uns solche Fragen stellen können. Ich habe begonnen, etwa vor 10 Jahren, mir solche und ähnliche Fragen zu stellen. Herzlich willkommen heute Abend. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Robert Rauschmeier. Ich bin heute Moderator und führe euch durch den Abend. Gleich eine Frage an euch. Kennt jemand dieses Buch Zoopolis? Hände mal nach oben. Und wer hat dieses Buch gelesen? Ja, doch. Ich möchte also es ist wirklich ein lesenswertes Buch. Zwei Philosophen, eine Philosophin und ein Philosoph, Kanada, Sue Donaldson und Will Kimlicka. Eine politische Theorie der Tierrechte. Und ein spannender Ansatz. Und sie kommen mit einer Metapher. Stellt euch vor, ihr seid in einem Flughafen, natürlich solarbetrieben, auch die Flugzeuge mittlerweile, also klimaneutral, keine Belastung für die Umwelt. Und ihr beobachtet so das Geschehen dort und natürlich, ihr seht lauter Menschen. Für den ersten Moment nichts Ungewöhnliches. Interessant wird es bei der Passkontrolle. Und da zeigen sich Unterschiede. Die einen sind von dem Land, wo dieser Flughafen auch ist, also Bürgerinnen und Bürger, sind stimmberechtigt. Andere sind Studierende vielleicht, die nur so da sind für 1, 2, 3 Jahre in diesem Land, also nicht stimmberechtigt. Durchreisende, Geschäftsleute, Flüchtlinge und so weiter. Und da gibt es aber noch eine dritte Gruppe und die taucht gar nicht bei diesem Flughafen auf. Und Will Kimlicka und Sue Donaldson machen eine Analogie und sagen, die Bürger und Bürger sind jetzt die domestizierten Tiere, wie Kühe, Schweine, Hühner, Hunde, Katzen. Das sind also sozusagen dann die Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir weiterdenken, wären das dann Mitbürgerinnen und Bürger. Und diejenigen Tiere, die nur so durch Durchreise da sind, das wären zum Beispiel so die Schwellenbereichstiere, nennen sie in diesem Buch, wie Eichhörnchen oder Stadtfüchse und so. Und da gibt es noch die Wildtiere, die wirklich ganz außen sind. Und sie thematisieren diese relationalen Unterschiede, die wir zu diesen Tieren haben. Und Zoopolis ist eine Idee. Und vielleicht nach dem Film werden wir ein bisschen tiefer reingehen. Und am Schluss habe ich auch ein Zitat aus diesem Buch, das ich euch dann gerne vorlese. Aber ich finde es ein interessantes Gedankenexperiment. Also alle Menschen hier haben ja bestimmte Rechte, manche können abstimmen, andere nicht von diesem Land, aber alle haben Universalrechte, ein Recht auf Leben zum Beispiel. Und sie sagen, warum das nicht den Tieren auch geben, Universalrechte. Mich freut es besonders, dass heute Abend wir einen Gast hier haben, der Präsident von Team Focus, Tobias Sennhauser. Ich bitte dich nach vorne und möchte dich gerne einladen, dich vorzustellen und auch, was macht hier im Focus? Ja, danke Robert, danke euch fürs Kommen. Ich bin sehr beeindruckt, dass wir, soweit ich das sehe, alle Stühle besetzt haben. Mein Name ist Tobi Sennhauser, ich komme aus Bern und ich arbeite dort für die Schweizer Tierrechtsorganisation Tier im Fokus. Und wir haben uns jetzt gerade in diesem Jahr länger damit befasst, was wir eigentlich tun, nach 15 Jahren, in denen wir existieren. Und wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir drei langfristige Ziele haben, nämlich erstens eine gewaltfreie Wertschöpfungskette, also Stichwort vegane Lebensweise, Nachfrage, aber auch Produktion, vegane Landwirtschaft. Das wäre unser erstes Ziel, eine gewaltfreie Wertschöpfungskette. Dann das zweite Ziel wäre ein neues Bewusstsein, ein Bewusstsein, das ohne Speziesismus auskommt, aber auch eine ganz neue Identität des Menschen versteht. So, also, dass wir uns nicht mehr als Zentrum des Universums verstehen, sondern als Teil von ganz vielem. Das wäre unser zweites Ziel. Und das dritte Ziel ist ganz nahe, ganz sicher inspiriert von Zoopolis, nämlich eine, wie wir es nennen, Multispezies-Demokratie, wo wir also tierliche Stimmen abbilden möchten, sei es in der Demokratie, in der Politik, aber auch im Recht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Tieranwalt, den es ja hier im Kanton Zürich mal gab. Das ist etwas, wo wir finden, das gehört unbedingt auf unsere Agenda und deshalb werden wir uns auch dafür einsetzen.
Danke dir. Wir werden dich später nochmals hören, weil wir stellen Fragen und ihr habt auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, Statements abzugeben. Bevor wir den Film starten, noch ein paar Anmerkungen. Macht gerne Werbung. Wir haben so Flyer aufliegen bei der Kasse, auch Programmhefte. Nehmt gerne mit, verteilt es, redet mit anderen Leuten und erzählt von diesem Filmfestival. Es gibt ganz tolle Beiträge und Podiumsgäste. Und am Anschluss auch die Fragekarte noch ausfüllen. Wir sind sehr interessiert an eurem Feedback. Dann schauen wir uns die zwei Teile. Es ist ein dritter Teil, der zweite Teil und der fünfte Teil, den wir anschauen. Wen dürfen wir essen? Es sind fünf Teile, wie gesagt. Die kann man übrigens auf YouTube nachschauen. Also dann, wenn ihr weiter gucken wollt, könnt ihr das dann noch nachholen. Und es ist ein preisgekrönter Film. Lassen wir uns überraschen. Guten Film. Lieber Tobi, gleich die erste Frage an dich. Jetzt hast du zwei Teile von diesem Fünfteiler gesehen. Gab es Szenen, die dich beeindruckt haben, nachdenklich gestimmt haben, irgendwie berührt haben? Ja, viele. Also ich meine, ich habe mich ja versucht, emotional auf diese Gewaltakte vorzubereiten und es ist schon immer wieder, ja, wie Friedrich, wie der Müll gesagt hat, dass man trotzdem, ich bin jetzt 10, 15 Jahre im Geschäft quasi, und trotzdem ist man immer wieder überrascht, was der Mensch da alles macht. So. Und dabei noch ein gutes Gewissen hat, irgendwie sich selber als tierfreundlich bezeichnet und so weiter. Mich hat das sehr stark erinnert an meine frühen Zeiten, als ich aktiv wurde und wie ich versucht habe, die Industrie so zu durchleuchten und herauszufinden, wie Tiere ausgebeutet werden, meine Argumente zu schärfen und dann gemerkt habe, dass es eigentlich viel weniger um die Tiere geht, sondern eben um die Menschen. Also von daher fand ich das sehr wichtig, was immer wieder gesagt wurde, dass es eben auch um psychologische Aspekte geht. Also dass wir einfach uns selber hinterfragen müssen, so gut das eben geht. Und vielleicht weniger, und das sage ich jetzt auch als Philosoph, weniger auf rationale Argumente uns abstützen. Die Frage, wen dürfen wir essen, wie beantwortest du sie? Für mich ist das eine Frage der Empathie, glaube ich. Also bei mir war das so, sobald eine Person mich ernsthaft mit dieser Frage, mit genau dieser Frage konfrontiert hat, war ich still und habe gemerkt, so, dass irgendwas zwischen meinen Werten und meinem Verhalten da nicht ganz kongruent ist. Ich ging dann zu Bett und am nächsten Tag war ich Vegetarier und auf dem Weg zum Veganer. Ich lade auch das Publikum ein. Ihr dürft gerne Fragen stellen. Einfach Hände aufstrecken. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Mikrofon, das umgereicht wird? Dann einfach warten, bis das Mikrofon zu euch kommt. Streckt einfach auf, dann werdet ihr wahrgenommen. Ihr könnt auch Statement abgeben, eure Eindrücke natürlich, so wie es passt. Ja, Tier im Fokus setzt sich für Tierrechte ein, du setzt dich für Tierrechte ein. Du kennst dich aus in der Schweizer Tierrechtsbewegung, vielleicht auch mit weltweiten Bezügen. Wie siehst du momentan den Stand, der Stand der Dinge? Wo steht die Tierrechtsbewegung heute im Jahr 2023? Die gute Nachricht ist die, dass die Bewegung so groß geworden ist, dass ich selber nicht im Stand bin, ein Urteil oder wie eine umfassende Perspektive darauf zu haben. Es gibt so viele verschiedene einzelne AkteurInnen oder auch größere Organisationen, die tätig sind, sodass das einfach es passiert zu viel, um deine Frage wirklich so, ja, fundiert beantworten zu können. Was mir zu denken gibt, ist so die politische Großwetterlage. Also wir leben ja in so multiplen Krisen, die sich nicht nur ablösen, sondern auch überschneiden. Und ich glaube, dass
das dazu führen wird und also jetzt schon tut, wie wir das jetzt bei den Wahlen gesehen haben, aber auch in Zukunft leider so weitergehen wird, dass wir so in einer konservativen Grundstimmung uns wiederfinden. Also dass man gerade weil die Welt immer komplizierter wird, weil man vielleicht mehr zahlen muss für alltägliche Dinge, weil man vielleicht einfach selber nicht mehr so einfach durchs Leben kommt, wie das früher war, dass man sich halt dann stärker auf die Vergangenheit konzentriert, auf das, was funktioniert hat. Und wir als SchweizerInnen oder als Leute, die in der Schweiz tätig sind und am Freitagabend ins Kino gehen, wir sind ja auf so hohem Level. Und es ist schwierig, das noch zu toppen. Und ich fürchte, dass es eher ein bisschen runterkommen wird, unsere Privilegien, unsere Möglichkeiten. Und all das sind für solch eine Veränderung, wie da jetzt im Film besprochen wurde, natürlich keine guten Aussichten, weil wir müssen offen sein für die Veränderung, wenn es darum geht, die Schlachthäuser zu schließen, unser eigenes Verhalten zu verändern und nicht eben Angst haben vor der Zukunft. Ja. Ich schaue noch ins Publikum. Gibt es schon Fragen, Statements? Ich warte mal. Einfach aufstrecken. Ich sehe wegen dem Licht nicht so gut. Aber im Moment nicht. Okay. Doch. Ja, meldet euch gerne. Ah, nicht. War ein Reflex. Ja, sonst komme ich zur nächsten Frage. Team Focus hat ein Papier, ein Arbeitspapier ausgearbeitet, Theory of Change. Ich glaube, es ist auch downloadbar auf der Homepage. Team Focus zusammen, gell? .ch. Und dort kann man das nachlesen. Was ist das genau? Worum handelt es sich? Also im Prinzip läuft das auf die drei Ziele hinaus, die ich ganz zu Beginn erwähnt habe. Wir haben da so ein kreativer Prozess jetzt wirklich das ganze Jahr eigentlich am Laufen gehabt, wo sich so eine kleine Gruppe von 5 bis vielleicht 8 Leuten haben sich da regelmäßig getroffen und die Köpfe zusammengestreckt, quasi das gemacht, was die Leute da im Film auch machen, also recherchiert, mit anderen Leuten, mit anderen Organisationen gesprochen und mit dem Ziel eben herauszufinden, wie der Wandel funktionieren könnte. Das ist, wie ich finde, eine absolut zentrale Frage. Also wir haben alle begrenzte Ressourcen, zeitliche, finanzielle, energetische und so weiter. Und da ist es wichtig zu überlegen, ja, wo wollen wir uns jetzt engagieren? Und eben eine ganz wichtige Erkenntnis war, was Tobias Lehnhardt auch angesprochen hat, dass es eben eine gewisse materielle Voraussetzung braucht, damit die Leute die richtigen Entscheidungen fällen. Also denkt vielleicht an die Initiative gegen Massentierhaltung. Wir haben, wenn man jetzt ins Fleischregal schaut, haben wir 95, wenn nicht mehr, Prozent an tierquälerischen Produkten dort. Und da kann man, finde ich, niemandem einen Vorwurf machen, der dann zum Falschen greift, weil es wird uns einfach so einfach gemacht, falsche Entscheidungen zu fällen. Und deshalb, das ist eine Erkenntnis, die wir in diesem halben Jahr gewonnen haben, sind eben diese materiellen Voraussetzungen unglaublich wichtig, dass die Leute einfach gar nicht mehr groß nachdenken müssen. Sie gehen hungrig einkaufen, wie wir das alle manchmal tun, und lassen uns von unseren Impulsen da leiten, anders als das Nico Rittenau da empfiehlt. Und wenn es aber ein gutes System gibt mit guten eben materiellen Voraussetzungen, dann müssen wir uns auch ein bisschen weniger Gedanken machen und greifen dann automatisch zum Richtigen. Es ist ein 20-seitiges Dokument. Es ist geschrieben für Tierrechte, für Tierrechtlerinnen, für die Tierrechtsbewegung. Falls ihr euch da zugehörig fühlt, falls euch diese Themen interessieren, dann ja, ihr findet das gratis online auf unserer Seite. Ich kann das empfehlen. Es ist spannend, glaube ich, persönlich. Und es ist auch eine Einladung, mitzudenken, vielleicht auch andere Positionen zu formulieren und mit uns in Kontakt zu treten. Also wir sind jetzt, also ich hatte gerade heute ein Treffen, um diese Theory of Change zu überarbeiten, weil wir viel gutes Feedback erhalten haben und zum Teil auch größere Veränderungen jetzt vornehmen. Von daher, falls ihr den Text lest und findet, das stimmt so nicht oder was auch immer,
vielleicht ist das auch etwas, das euch besonders gefällt und ihr habt es noch nie so überlegt, dann ja, wir sind sehr offen für Feedback jeglicher Art. Sehr schön. Es gibt ja, ja bitte, gerne. Ich habe eine Frage. Eigentlich in diesen zwei Filmen wollten wir Fisch und Meeresfrüchte, aber Seafood gar nicht behandelt. Ist das einfach, das ist nicht ein Teil von Tierschutz oder ist eigentlich, ich habe erwartet eigentlich, was eigentlich Experten dazu, sollte man auch distanzieren oder, ja, ich möchte mal hören, was die denken. Ja, es ist eine sehr berechtigte Frage und es ist tatsächlich so, dass die Prioritäten nicht nur bei uns, sondern generell ein bisschen in der Bewegung, nicht überall, aber es gibt diese Tendenz, dass Fische eine weniger hohe Priorität haben, was angesichts der Zahlen, also der Menge an Individuen, die da sterben für die Fischindustrie, natürlich gerade verkehrt ist. Also wenn man schaut, wie groß das Leid ist, müsste man eigentlich dort ansetzen. Für uns, das ist vielleicht jetzt ein bisschen eine philosophische Frage, aber für uns ist nicht nur die Frage, wo das größte Leid ist, sondern auch, wo das größte Potenzial. Und da glauben wir, ist bei Schweinen und Rindern und Hühnern, wie soll ich sagen, die Leute sind ein bisschen offener da. Weil sie uns genetisch, evolutionsmäßig ein bisschen näher sind, sind die Leute eher willens, Empathie zu empfinden für Schweine, Rinder oder Hühner und andere Tiere, die wir vielleicht öfters noch sehen, beim Spazieren, beim Velofahren und so weiter, als jetzt bei Fischen. Aber ich gebe dir völlig recht, also ich merke das auch bei uns, dass die Diskussionen zahlreicher werden diesbezüglich. Und dass wir, ich hoffe, in näherer Zukunft uns auch verstärkt um die Fische kümmern werden. Sehr gut, danke für die Frage. Ja, gerne, bitte. Ich weiß nicht, wer an der Reihe ist. Entschuldigung, ich möchte die Nachrichten nicht rauchen. Wo würden Sie die Grenze ziehen? Was dürfen wir essen? Jenseits der Fische, jenseits der Planeten oder noch weiter? Heuschrecken? Das finde ich eigentlich interessant. Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um zu antworten. Also einerseits, da spricht jetzt der Philosoph, ist sicher das Kriterium der Empfindungsfähigkeit sehr wichtig. Man übersetzt das so, ist jemand zu Hause? Also ist da ein Selbst, das Schmerzen, Leiden, was auch immer empfinden kann. Und wenn das so ist, dann würde ich jetzt als Philosoph sagen, es ist besser, Alternativen zu suchen. Und wenn diese vorhanden sind, sollten wir sie auch nutzen. Gerade bei Insekten, wo zum Teil diese Frage noch nicht eindeutig geklärt ist, würde ich einerseits im Zweifel für den Angeklagten dafür plädieren und andererseits auch eine ökologische Perspektive versuchen einzunehmen. Also so das Thema Insektenplagen, das ist bei uns jetzt nicht mehr so aktuell, aber das ist etwas, das mir persönlich schon sehr Angst macht, wenn ich mir überlege, dass die Industrie, also wenn das jetzt ein Industriezweig wird, dann werden die auf Hochleistung gezüchtet, dann wird es Massentierhaltung geben, dann werden die nach ökonomischen Prinzipien behandelt, so wie alle anderen Nutztiere auch. Und ich möchte mir keine Welt vorstellen, wo dann so Superinsekten quasi ausbrechen und ja, unsere Ernten zunichte machen. Mich würde interessieren, Zusammenarbeit zwischen Tieren und anderen Tierschutzorganisationen, den Lebensmittelkonzernen. Gibt es da eine Art von Zusammenarbeit? Und Lebensmittelkonzernen, habe ich dich richtig verstanden? Ja. Also meistens sind wir ehrlich gesagt eher auf Konfrontation, weil die Lebensmittelkonzerne sind natürlich die, die direkte Einwirkung haben auf die Produktion. Also die sagen, wie die Tiere gehalten werden, wie sie behandelt werden, veterinärmedizinisch und so weiter. Und von daher sind sie die zentrale Schaltstelle, um etwas verändern zu können. Und
Eine Möglichkeit, um sie dazu zu bringen, ist die Konfrontation, die Kritik, die öffentliche Anfeindung auf, wie soll ich sagen, auf, also wir versuchen in unserer Kritik immer respektvoll zu bleiben, aber trotzdem ja, halt klar die Probleme aufzuzeigen. Das ist, würde ich sagen, ein bisschen unsere Rolle, wo wir vielleicht so auf dem Radikalitätsspektrum ein bisschen näher beim Extremen sind als andere. Aber ich glaube, es gibt immer mehr Bemühungen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Also wir sind beispielsweise Teil einer Allianz gegen Massentierhaltung, die sich im Zuge der Initiative gebildet hat, die eben ganz gezielt versucht, in Kontakt zu treten mit den Großverteilern. Da hatten wir jetzt kürzlich gerade einen Workshop und das ist eine Idee von vielen. Aber ja, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch größere Player besser tun können. Also da braucht es viel Verhandlungsmacht auch. Und wir sind eine vergleichsweise kleine Organisation, die sich vielleicht eben dafür erlauben darf, ein Problem zu skandalisieren. Also ich sehe da unterschiedliche Ansätze. Bei uns persönlich, ich glaube einfach, dass das Potenzial nicht sonderlich groß ist. Aber grundsätzlich bin ich einverstanden, dass es eben nicht nur die Kritik braucht, sondern auch konstruktive Zusammenarbeit am runden Tisch. Und auch das passiert zum Glück. Ja, gerne. Nächste Frage. Oder zwei Gedanken. Erstens, in der regenerativen Landwirtschaft gibt es, braucht es die Viehhaltung, die auf den Feldern, aber eben regenerativ auf einer ganz anderen Art. Es ist nicht das Problem, dass wir die Tierhaltung industrialisiert haben. Der zweite Gedanke in der gleichen Richtung, auf der Wiesiflur, überhalb von Fitznau, das ist ein ganz kleiner Hof und die züchten Wolleschwein. Das ist ein Pro-Spezies Rarazucht. Und das ist natürlich ganz etwas anderes als diese Viehhaltung in einer Fabrik. Fünfstöckig, jetzt, genau, oder? Und müssen wir nicht dort irgendwie eine Grenze ziehen und das Fleisch essen nie wieder feiern und nur sehr wenig tun? Ja, danke für die Frage. Wir haben jetzt gerade diesen Sommer haben wir ein Projekt veröffentlicht, das nennt sich Veganer Bauernhof. Das ist eine Webseite, kann man so googeln. Und wir haben da die verschiedensten Betriebe auf der Schweiz mit der Kamera besucht und versucht aufzuzeigen, wie vielfältig die vegane Landwirtschaft ist. Und einer dieser Betriebe verzichtet komplett auf Tieren. Also der ist quasi ein Gärtner. Er hat auch eine solche Ausbildung gemacht, also ist sehr klein strukturiert, sehr handarbeitsorientiert, hat einige Maschinen, aber wirklich setzt sie nur sehr dezent ein und zeigt eben durch seine Arbeit, sie sind jetzt, ich glaube, 15 Jahre sind sie am Produzieren, zeigt, dass Landwirtschaft tatsächlich ohne Tierhaltung funktionieren kann. Also von daher, ich bin persönlich nicht dagegen, wenn da auch noch ein Schwein rumläuft oder ein Huhn oder was auch immer. Ich fände es aber wichtig, dass wir versuchen, das Leid der Tiere auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und ich glaube, dass eine Welt ohne Schlachthäuser tatsächlich möglich ist. Das, also sei es gesundheitlich, ökologisch, aber natürlich auch aus ethischen Gründen, da spricht nichts dagegen. Und in der Schweiz haben wir eben das Wissen, wir haben die Maschinen, wir haben die Züchtungen, die Genetik für die Landwirtschaft, wir haben das alles, wir können das wie umsetzen. Und von daher würde ich dafür plädieren, dass wir unsere Privilegien, aber auch unsere Fähigkeiten, unser Wissen, dass wir das einsetzen und nach Möglichkeiten suchen, sodass möglichst wenig Tiere in der Lebensmittelproduktion zu Schaden kommen. Was nicht heißt, dass es ganz ohne Leid geht. Also Stichwort, ja, kein schönes Wort, Schädling. Das gibt es natürlich überall bei anderen Formen der Landwirtschaft. Und da gibt es effektiv Fälle, wo eben nicht eine leidfreie Möglichkeit da ist. Von daher
ist es schon auch wichtig, pragmatisch zu sein und gerade ich als Städter den Bauern und Bäuerinnen nicht vorschreiben, so wie sie produzieren, weil sie wissen das nun mal besser als ich. Ja, und trotzdem glaube ich, dass wir als Gesellschaft die Möglichkeiten schaffen sollten, um ja, das Leid, so gut es geht, zu reduzieren. Und was so das Feiern des Fleischkonsums anbelangt, finde ich persönlich schwierig. Es ist jetzt meine persönliche Haltung. Wir haben ja gesehen, wie die Schlachtung aussieht, so auch bei, wie soll ich sagen, also glückliche Tiere werden auch gewaltsam geschlachtet. Von daher ist das für mich persönlich nicht eine Option. Und ich glaube auch, zumindest ist jetzt sehr persönlich, was ich sage, aber ich habe bei mir selber gemerkt, dass sich meine Perspektive auf die Welt verändert hat, als ich aufgehört habe, sie zu essen. Das ist ja im Film, ist das auch angeschnitten worden, dass es da psychologische Untersuchungen gab. Also ich habe wirklich die Persönlichkeit der Tiere zu respektieren gelernt, als ich aufhörte, sie zu essen. Obwohl wir früher in der Familie immer mit Tieren und so aufgewachsen sind, ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen und wir hatten viele Haustiere und so, aber erst als ich sie nicht mehr aß, hat sich meine Perspektive da grundlegend verändert. Und von daher bin ich persönlich skeptisch, ob wir wirklich eben auch unsere Identität so hinterfragen können, solange wir andere, also für mich sind das wie Familienmitglieder, noch essen. Gerne noch, ja. Zu Beginn des Films ging es ja auch vor allem um unsere liebsten Freunde, auch Haustiere. Und da würde mich mal interessieren, wie wir denn verhindern können, dass wir durch die Haustierhaltung auch diese Maschinerie weiter am Leben erhalten, also Hunde, Katzen und so weiter. Also zuerst mal würde ich sagen, dass es wichtig ist, keine Tiere vom Züchter zu kaufen. Es gibt leider mehr als genug Tiere in den Heimen, nicht zuletzt auch im Ausland und die werden ja auch immer wieder importiert. Also wer mit Tieren zusammenleben möchte, hat noch und nöcher Möglichkeiten dazu, ohne eben eine Industrie zu unterstützen. Ja, vielleicht, ich weiß nicht genau, ob die Frage auch darauf abzielt, sollten wir überhaupt mit Tieren zusammenleben? Sie sind ja beispielsweise abhängig von uns. Wir entscheiden über alle wichtigen Fragen von ihrem Leben und über ihr Sterben. Und da, ich sehe gewisse Probleme, also ich sehe da ein gewisses Herrschaftsverhältnis, ist vielleicht zu stark, aber ein gewisses, so eine Disbalance quasi. Wo ich aber glaube, dass wir da als lernfähige Menschen mit einer gesunden Portion an Empathie, aber vielleicht auch mit strukturellen Rahmenbedingungen, also schärferen Gesetzen, dass wir da ein Mensch-Tier-Verhältnis schaffen können, dass wir eben nicht nur quasi dulden mit dieser Disbalance, sondern dass uns sogar dazu verleitet, uns selber kritisch zu hinterfragen. Also ich glaube, wenn man sich wirklich auf Tiere einlädt, auf andere Tiere, wir sind ja selber auch Tiere, da kann man sich selber auch gut hinterfragen und gemeinsam wachsen quasi. Ich würde noch so 2-3 Fragen zusammenfassen, um das noch zu beantworten und dann so gegen den Schluss kommen. Bitte. Danke. Ich fand deinen Film sehr interessant und ich habe mir dann überlegt, wie wäre es, wenn ich jetzt die mit jemandem zu Hause auf dem Land aufgewachsen mit meinen Tanten oder Leuten gucken würde, die gar keine Ahnung von der Thematik haben. Ich glaube, da würde schnell mal der Satz kommen, aber in der Schweiz, da ist das noch ganz anders. Ja, die Aufnahmen, die waren aus Deutschland. Und ich denke, auch sonst ist das immer so, die Mehrheit vom guten Tierschutz in der Schweiz, die SVP und der Bauernverband hat das bei der Massentierhaltungsinitiative so ein bisschen gebetsmühlenartig immer wieder wiederholt. Es gibt keine Massentierhaltung in der Schweiz. Ich und ich denke, wir alle, die wir hier im Raum sind, wir wissen, das stimmt nicht. Natürlich gibt es Massentierhaltung in der Schweiz. Aber eben, es gibt diesen Mythos von der Heidelandidee hier in diesem Land. Was denkst du, Tobias, woher kommt das? Und auch, kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, wie die Bedingungen in der Schweiz sind, ja, wie schrecklich sie vielleicht auch sehen, einfach, dass es für alle da ist? Oh, große Frage.
Woher kommt das? Also zum einen habe ich generell das Gefühl, dass wir uns als Schweiz, aber generell gibt es so ein in der Wirtschaft, beim Anlegen, ist vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel, um euch da abzuholen, aber es gibt einen sogenannten Home Bias. Also, dass man wie das Gefühl hat, ja, wenn ich jetzt in diese Firma investiere, die da der Nachbar ist von meinen Eltern oder so, dann wird das schon gut sein. Aber das ist ein völliger Irrtum. Also, wenn man eben rationale Entscheidungen fällen will, dann muss man die ganze Welt anschauen. Und das wäre, glaube ich, so vielleicht eine psychologische Erklärung, wieso wir das Gefühl haben, dass hier in der Schweiz alles bestens ist, genauso wie die Leute in Deutschland das Gefühl haben, in Deutschland ist ja alles bestens. Und das andere ist, dass wir schon eine gewisse topologische Voraussetzung haben in der Schweiz für eine bestimmte Landwirtschaft. Also durch die Berge, durch dieses Kleinstrukturierte, das in der Schweiz halt ist, ist so der Gigantismus vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt. So, also, ja, also wenn man bei uns aufs Land geht, dann sieht man ja noch Kühe auf der Weide. So. Und deshalb glaube ich schon, dass das auch ein gewisses Narrativ so am Leben erhält und vielleicht auch verstärkt. Wohingegen eben im Ausland es durchaus möglich ist, dass riesige Betriebe mit einem x-fachen an Zahlen von Tieren einfach zusammengepfercht leben. So, also bei uns gibt es das auch. Massentierhaltung ist eine Realität in der Schweiz, wie du gesagt hast. Aber es gibt eben auch noch ja, diese Auslaufprogramme und so. Und ich würde sagen, es gibt einen kleinen Unterschied, der eben vielleicht dazu beiträgt, dass wir das Gefühl haben, hier sei alles in Ordnung. Home Bias nennt sich das. Ja? Ich glaube, dadurch kann man noch dazu fügen, dass wir in der Schweiz recht starke Fleisch- und Milchlobby haben, wo natürlich auch Einfluss in die Wissenschaft nimmt, mit Statistiken und so weiter. Und dementsprechend auch einen gigantisch grossen Einfluss, also sei es finanziell oder politisch oder beides, dadurch haben, indem man halt einfach Marketing und Werbung investiert. Absolut, genau. Und wir zahlen das dann mit unseren Steuergeldern. Also ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht ist das heute Allgemeinwissen, aber was sind es? 50, knapp 100 Millionen an Schweizer Steuergeldern fließen in die Werbung für Fleisch, Milch und Eier. Und das ist ziemlich interessant, wie sich das auch verändert hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Proviant-Werbung, alles andere ist Beilage. Ich glaube, das war so 2017, wo das geändert hat, plus minus. Genauso auch wie die Lovely-Kuh, die da die Berge hochgeklettert ist. Und das hat sich heute stark verändert. Aber Sie haben wie gemerkt, die Kritik an der Produktion, auch an der Werbung, ist so stark, hat sich so stark verändert, dass sie eben in der Kommunikation stärker bestimmte Vorteile kommunizieren mussten. Also sie können nicht mehr sagen, Fleisch, alles andere ist Beilage, sondern müssen sagen, hey, bei uns ist es viel, viel besser als im Ausland oder so. Oder bei der Milchproduktion geht es öfters jetzt darum, dass pflanzliche Produkte gar nicht so gesund seien oder nicht vergleichbar seien wie ein Glas Milch. Also auch da konnten sie eben nicht länger einfach die Lovely Kuh den Berg raufrennen lassen, sondern sie mussten wie beginnen zu argumentieren. Das zeigt, dass sie unter Druck kommen, aber politisch ist es leider noch überhaupt nicht so, dass diese Subventionen ernsthaft hinterfragt werden, zumindest nicht von rechter Seite, die ja leider die Mehrheit haben. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Fragen, für dein Dabeisein. Wie gesagt, teamfocus.ch, schaut mal rein. Es gibt ja dann auch Arbeitsgruppen, also man kann auch aktiv dabei sein, mithelfen, die Gesellschaft zu verändern. Und am Schluss noch ein Zitat. Ihr erinnert euch noch an Zoopolis. Und ich möchte so gegen den Schluss da noch was vorlesen, bevor es dann um 8 Uhr weitergeht mit dem nächsten Film. Vielleicht der eine oder andere ist dann wieder hier. Wenn unser Ziel auf lange Sicht nicht bloß in der Abschaffung der Ausbeutung, sondern auch im Aufbau neuer Beziehungen der Gerechtigkeit besteht, sind die Aussichten auch kurzfristig gesehen nicht so trübe, wie es zunächst den Anschein hat.
Weltweit und rein quantitativ betrachtet nehmen die Ausbeutung und die Kolonisierung von Tieren zwar zu, aber, jetzt kommt ein schönes Aber, andererseits gibt es überall auf der Welt zahllose Experimente, in deren Rahmen die Menschen neuartige Beziehungen zu Tieren zu finden versuchen. Und dann listen Sie ein paar Beispiele auf. Das ist sehr ermutigend. Nur alleine das lohnt sich, dieses Buch auch zu lesen und die restlichen drei Teile anzuschauen. Schön wart ihr dabei. Macht euch weiter Gedanken. Setzt euch ein. Ein schönes Miteinander. Applaus